Third place and bronze medalist Anna-Lena Slamik, Austria. Second place and silver medalist Lisa Marie Hirmer, Austria. First place and gold medalist Jonas Suster, Austria. Freut mich natürlich ungemein. Ganz besonders auch habe ich ihn für Vorarlberg fast schon adoptiert, weil ich seinen Großvater natürlich schon viele, viele, viele Jahre kenne, seinen Vater kenne und ich schätze die Familie Schuster überaus und es freut mich für ihn ungemein, dass er da die Goldene gemacht hat. Für mich enorm wichtige Person, er hilft mir, wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich mir ein bisschen schwer tue, er ist immer da, wenn ich was brauche, aber er mischt sich überhaupt nicht ein. Er tut nur dann zu mir was sagen, wenn ich wirklich zu ihm komme und das wertschätze ich sehr und ich bin sehr dankbar, dass ich ihn habe. Es war richtig witzig, einmal mit einer Teamkollegin umsteigen. Ich freue mich riesig auch für die Anna-Lena. Ja, für die Lisa freut es mich auch ganz besonders, nachdem wir sie in Lausanne ja auch schon in der Mannschaft hatten und sie dort auch sehr erfolgreich aufgetreten ist. Und ich glaube, dass die Jugendspiele ja ganz eine besondere Bedeutung haben. Das erste Mal so dieses olympische Flair, diese Multisportveranstaltung. Ja, das ist echt ein unbeschreibliches Gefühl gewesen. Es war sehr cool. Es war die erste Einzelmedaille für mich und das war echt ein cooles Gefühl. Ich würde die ganz oben einreihen, würde ich fast auf Position 1 setzen. Mir gefällt das sehr gut und ich finde das Muster, finde ich cool. Ja, das ist voll cool, dass man sieht, dass vom ganzen Team so der Rückhalt da ist und einfach alle sich mit einem freuen, das ist dann nochmal schöner.